Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trip durch die Hölle und zurück. Wir sind wieder bei Let's Play Dead Space und ich weiß noch, beim letzten Mal haben wir hier ordentlich zu tun gehabt in der Hydrokulturenstation oder Hydrostation, wie auch immer. Und ich weiß auch noch, da drüben in diesem Gang haben wir etwas, oder habe ich etwas gesehen, das ich eigentlich nicht näher kennenlernen möchte. Ich guck nochmal nach. So. Hallo? Da hinten, genau. Oh, fuck you. Nein. Wünsche wohl zu ruhen. Wir gehen erstmal woanders hin. Denn wir hatten ja drüben noch was offen, wenn ich mich nicht irre. Genau, wir waren hier und wir mussten jetzt erstmal... Genau, wir sollten ja eigentlich darüber. Wir mussten erstmal hier dafür sorgen, dass die Luft wieder ein bisschen sauberer wird, bevor wir dann... dorthin gehen können, wo wir das Gift einsetzen können. Genau. Und wo natürlich auch der Leviathan auf uns wartet. Wie sollte es anders sein? Alter! Mach uns wieder ganz. Ja, Nicole, ich hab ganz doll Bock drauf, mit dir wieder eins zu werden. Ich weiß nicht, also... Selbst wenn er mal richtig was für die Alte empfunden hat, die muss ihm doch ein bisschen creepy vorkommen, oder? Platsch! Guten Tag. Können wir eigentlich einfach dich tothauen? Ach, geht gar nicht. Aber treten! Ja, dann machen wir das doch so. Oh. Oh. Ach, komm schon. Habe ich den nicht gerade tot gemacht? So. Die Flattermänner musste ich mal ganz schnell entsorgen gerade. Die waren mir nicht ganz geheuer, muss ich sagen. So. Ja, das lief ja letztendlich eigentlich ganz gut, dadurch, dass ich hier wie ein Berserker gerade meinen Plasma-Cutter ausgepackt habe. Ach. Tussi hat gar nichts für uns hier. Das ist aber schade. Na gut, wenigstens kriegen wir unsere Plasma-Energie wieder, die wir gerade hier fröhlichst verprasst haben für diese ekligen Viecher, für diese Flattermänner. So, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht sonst noch irgendwas finden. Außer Blut und Gedärmen. Sieht aber eher schlecht aus. Ich hoffe, ich finde auch Nicole nicht unbedingt in nächster Zeit, denn, wie gesagt, die Frau ist mir etwas suspekt. So, ich hätte natürlich auch die Dinger benutzen können, aber war vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, weil, ja, Raum ist etwas begrenzt hier und da kann das schon mal schnell nach hinten losgehen. Ich nehme aber mal so ein Ding mit, weil ich ganz stark vermute, dass wir jetzt gleich zu dem Herrn drüben dürfen, der nicht so freundlich aussah. Nein, lass doch mal die Tür offen, dankeschön. So, ich habe hier drüben schon wieder Gas rumflattern sehen, was soll denn das? Ich hab doch hier schon aufgeräumt. Na gut. Wollen wir mal hier drüben wieder hingehen? Sollen wir hier eigentlich hin? Ja, natürlich sollen wir das. Wohin denn sonst? Kanister dabei? Sehr gut. Ohne meinen Kanister gehe ich nirgendwo hin. Bonjour. Ah, Monsieur, kann ich Ihnen helfen? Zum Beispiel so. Ach, das war doch angenehm. Okay, das Stasi-Pack hat's bisher hergeworfen. Sehr gut, sehr gut. So, dann wollen wir mal weiterschauen. Also wenn die immer so sterben, dann... Ach Mensch. Ist das richtig so, diesen Sack abzuschießen? Diesen Eiersack? Ich hoffe doch. Ich muss natürlich auch dann schießen, wenn er gerade... Die Scheiße explodiert! Ihr sagt mir das doch gleich! Ja, meine Güte! Gut, dann weiß ich jetzt auch, was die Gefahr an den Kerlen ist. Ups, ja, wollte ich gar nicht. Nein, doch nicht. Weg mit dem Geflapper hier. Ich wollte eigentlich... Okay, wir können die schon mal aufheben. Das ist gut.
Dann können wir die wahrscheinlich auch als Geschosse benutzen. So, sammeln wir erstmal ein bisschen. Sammeln, sammeln. Hier ist noch was. Hier drüben vielleicht noch? Nee. Okay, na, irgendwelche Kisten? Nö. Science provides bounty. Haben wir wieder was dabei. Kühlkammer West. Oh nein, Schwerkraftstiefel, wenn ich das schon lese. Oh oh. Ich fürchte Schlimmes, wenn ich das hier sehe. Na gut, wenigstens hier drüben haben wir noch ein bisschen Schwerkraft. Dann halten wir uns erstmal hier auf und rüsten uns ein bisschen mehr aus. So, Waffe ist voll, sehr gut. Stasepark, Stasestation. Das stimmt mich zufrieden, das heißt, ich kann mich jetzt munter in jeden Kampf stürzen. Schön, wie das Blut auch in der Luft schwebt. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, habe ich schon gemerkt, habe ich schon gemerkt. Gegner? Was ist das hier eigentlich? Ach, da oben. Okay, warte. Nein, das doch nicht. Lass mal hier drüben hin. Nee. So, kann ich das irgendwie... Ah. Ach, nö. Ja, willst du mich denn rollen? Kommt ab, die Fühlerchen. Jawohl. So, jetzt mal das Säckchen her. Und dann machen wir das mal so. Hahaha. Ja, schön. Gefällt mir. Hast du denn irgendwas für uns? Wie hier überall die Beine rumschweben. Weg damit. Ein Eisbein gefällig? Ich dachte gerade, da war jemand. So, aber irgendwie Gegenstände müsst ihr da auch mal fallen gelassen haben. Ja, genau. Zum Beispiel die Strahlmunition. So, du darfst weg. Irgendwo muss da noch was Zweites sein. Ach, ich hasse das, wenn die Gegenstände irgendwo in der Luft rumflattern und ich sie nicht sehe. Na gut, was soll's. Dann haben wir halt nicht alles, aber das hier können wir noch mitnehmen. So, platsch. Sammeln wir das noch ein. Ein paar Impulsprojektile für zwischendurch und dann mal ab nach oben. Flupp. So. Huch. Wer macht denn sowas? So, schnell darüber. Wer macht denn hier überall diese komischen Spitzen hin? Was ist denn das für eine Architektur? Und wo soll ich eigentlich hin? Nach oben? Ach, da ist wieder eine Tür. Habe ich gar nicht gesehen. So, dann mal auf das Loch. Monster? Kann man hier langlaufen? Ja. Monster? Keine Monster. Okay. Oh doch, Monster. Ah, Kopf, Schnauze halten. Böses Tier, böses Tier. So, das nehmen wir natürlich mit. Und dann, und dann, und dann. Ab hier rüber. So, sollten wir es doch jetzt... Wollte gerade sagen, sollten wir es doch jetzt geschafft haben mit dem Rumgeschwebe hier. Diese vielen explosiven Kanister sind nicht gerade sehr viel gut heißend, verheißend, wie auch immer, gutes verheißend. Luftfilterungsraum, okay. Extreme Hitze. Na, da bin ich ja mal gespannt. Achtung. Luftfiltersystem noch aktiv. Das Aha. Betreten der Filterungsröhren ist äußerst gefährlich. Ah, danke für den Hinweis. So, was können wir denn hier Schönes machen? Und was drohen uns denn hier für Gefahren eigentlich? Muss ich mir Sorgen machen? Oh! Oh nein, bitte nicht. Bitte lass mich nicht da unten rumspazieren. Hallo? Hallo, Security. Ach, Gott sei Dank. Hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Kessel zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Mooroil ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo?
So, da hat man mal wieder Dr. Cross am Telefon. Die hat ihren Göttergatten Jacob Temple gesucht. Ja, scheint nicht so von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Und wir müssen tatsächlich darunter. Ich hasse euch, Leute. Ich hasse euch so abgrundtief dafür. Und ich sehe schon wieder die Stasi-Station. Das dachte ich mir schon fast, dass wir hier wieder irgendwas... irgendwas einstasieren müssen. So, aber erstmal hier kaputt gehauen, den ganzen Kram. Ich möchte speichern. Huch, was habe ich denn jetzt eingesammelt? Haben wir hier noch mehr? Sieht nicht so aus. Okay, warum stehen denn hier überall dieses ganze explosive Zeugs rum, Mensch? Kann ich hier denn lang gehen? So viel dazu. Ich glaube, ich kann da nicht lang gehen. Aber ich lebe. Hey, wer kann das schon von sich behaupten? Scheißdreck. Ich würde ja gerne gucken, aber... Eieieiei. So, ich zerschieße jetzt mal lieber sicherheitshalber da drüben die Sicherung. Ach, da geht bloß... Oh, ich dachte, da passiert was anderes, als dass bloß die Tür aufgeht. So, mal die Dinger zerballert hier alle. Na dann, auf ins Verderben. Boah. Das ist kaputt. Mach auf, mach auf. Mach zu, mach zu. Schieß. Oh Gott. Puh. Könnten wir jetzt bitte dieses Luftfilterungssystem abstellen? Ich hasse es. So, hier ist jetzt aber auch... Ach, schön, hier gibt es einen Fahrstuhl. Ich dachte schon, ich muss jetzt nochmal durch diesen Kram da durch. So, haben wir denn hier noch irgendwelche Gegenstände? Ich bin da so ein bisschen sammelgeil. Nee, schade. Wollen wir den Mist weg hier? So, ab nach oben mit uns. Ach, hier geht's lang. Okay, wir dürfen da drüben lang, deswegen gucke ich natürlich erstmal hier. Zum Beispiel, was wir da haben. Plasma-Energie, sehr schön. Ist ja immer noch die Waffe meiner Wahl. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. So, und jetzt kommen wir auch mal hier drüben rein, das ist schön. Jetzt können wir die Scheiße bestimmt endlich mal abstellen. Ah, ein Energieknoten. Dankeschön. Und noch mehr Strahlenmuni. Medipack. Was haben wir denn da? New Technology. Zero G. Okay, gibt es denn hier irgendwas zum Abstellen? Nicht so. Warum steht denn hier dieser Klappstuhl rum, bitte? Ja, warum auch immer, ich weiß es nicht. Gut, der Raum war jetzt... Ich habe gerade was gehört. Ich sehe es auch. Ach nein, war doch bloß die Klappe. Ich dachte, da unten ist was. Ja, wozu auch immer der Raum jetzt war. Ich meine, gut, er hat einen Energieknoten inne gehabt, aber das war's auch. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Immer noch zur Anbaukammer West. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr zurück. Ach, ein Fahrstuhl. Ha! Ich dachte gerade schon, ein endender Raum, sehr merkwürdig. So, dann fahren wir mal nach... oben oder wahlweise unten, wohin auch immer. Wo geht's denn lang? Ach, kann ich mir gar nicht anzeigen lassen, während ich fahre. Das ist aber schade. Das im Hintergrund klingt, als ob Nicole singen würde gerade. Ja. Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. Was? Ernsthaft? Nein! Sag nicht, dass das der Leviathan ist. Bitte nicht. Oh, ich hasse euch, Leute. Was ist das denn für ein Biest? Hallo? Ach, scheiße. Ich habe ihn zerballert. Na toll. Oh, verdammter Mist. So, mal schnell umgedreht. Ach, wir sind wieder hier, das ist aber schön. Das ist gut zu wissen. Wir sind also einmal im Kreis gegangen im Prinzip. Scheiße!
Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist ja noch mehr. Mensch, ihr müsst euch doch ankündigen, Freunde. Oh, 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 oh. Moment, Waffe wechseln. Waffe wechseln auf die richtige. So, dich noch, okay. So, dann können wir uns mal um unseren gefällten Freund kümmern hier. Verfluchter Fettwanst! Du wirst dein Fett nirgendwo mehr verteilen.